Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Was kann mir helfen, mich besser zu konzentrieren oder was funktioniert wirklich? Ich möchte dir helfen, indem ich für dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de/meine-Empfehlungen findest du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest du dort auch Gutscheincodes, die es dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer mal wieder rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Fokus, Energie, Buchtipps und vieles, vieles mehr. Ich danke dir. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit der Lichtkinesiologin und Heilpraktikerin Nicole Pechmann. Hallo Nicole. Hallo. Ja, wir haben uns im zweiten Teil so über die Feinheiten eurer Methode unterhalten, was es mit Lichtkinesiologie überhaupt auf sich hat. Zusammenfassend würde ich sagen, der Körper strahlt ein Biophotonfeld, also ein Lichtfeld aus. Das ist eigentlich mittlerweile, naja, unumstritten kann man nicht sagen, aber da gibt es ziemlich viele Beweise und Indizien für. Vieles geht zurück auf die Arbeit von Fritz Albert Popp, aber natürlich haben das auch andere noch weitergetrieben. Aber gut, an den Universitäten wird dann doch immer noch was anderes gelehrt. Nichtsdestotrotz gibt es damit große Erfolge. Und du hast es mir erklärt, was es mit den Spiegeln auf sich hat. Zusammenfassend kann man sagen, dass man einen Spiegel benutzt, einen sehr hochkarätigen Spiegel, der sehr hohe Reflexionseigenschaften hat in Verbindung mit einem ebenso hochkarätigen Polfilter, der es jetzt also schafft, mein ungeordnetes Feld, also wenn ich irgendwo in Krankheit, wenn ich irgendwo in Stress bin, wieder geordnet auf mich zurückzuwerfen und damit Heilungsimpulse zu setzen, mich zu entstressen und mein System in einen sogenannten Heilungszustand zu bringen. Mich würde jetzt mal so ein bisschen interessieren, was kann denn jetzt alles so bewegt werden im Patienten? Das Thema Herzratenvariabilität ist auch mal so ein bisschen aufgepoppt gestern im Gespräch, dass da auch ganz große, dass man da viel messen kann und große Erfolge auch feiern kann. Vielleicht kannst du mir mal so ein bisschen was darüber erzählen. Also wir haben verschiedene Reaktionen gesehen, auch messbare eben. Also es sind also messbare mit Geräten, messbare Reaktionen nach so einer Spiegelbehandlung. Also einmal ist es die HRV, Heart Rate Variability Test nennt sich das, wo man bestimmte Körperfunktionen testen kann am Patienten. Und wenn wir zum Beispiel jetzt eine Spiegelbehandlung gemacht haben, da war auch einmal sogar der Renzo der Patient, konnten wir feststellen, wie sich die ganzen Parameter, also ein ganz großer Teil der Parameter, wirklich deutlich zum Positiven verändert haben nach einer Spiegelbehandlung, wo nur ausschließlich die Spiegel- und Lichtkinesiologie verwendet worden sind. Also es war messbar deutliche Unterschiede zum Positiven und der Patient ist auch jünger geworden. Also man kann da auch das Alter mitmessen. Der Patient ist teilweise 10, 15, 20 Jahre jünger geworden. Wow. Ja, also hat sich reduziert, Puls hat sich verändert. Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen konnte man da beobachten, die sich verändert haben in den HRV-Tests. Ja, ich erkläre nochmal kurz HRV, das werden nicht alle kennen. Es hat auch noch bisher keine dezidierte Episode zu dem Thema bei mir gegeben. Mangels so richtigen Experten, ehrlich gesagt. Also Herzratenvariabilität, darum geht es, dabei geht es darum, dass zwischen, also dass zwei Herzschläge sind nie gleich. Es ist immer eine Varianz da, also die ungefähr
das zwei Herzschläge dauern ungefähr 800 Millisekunden, 900 Millisekunden, so ungefähr, aber das Ganze variiert, ne? Und man findet nie zwei Herzschläge, die wirklich gleich sind. Das ist eben nicht wie bei den Schneeflocken. Und je größer diese Variabilität ist, also je größer diese die Unterschiedlichkeit sozusagen ist zwischen diesen Herzschlägen, desto besser kann mein System, mein zentrales Nervensystem auf Reize reagieren. Ja, das heißt, es ist ein Indikator für vielleicht Alter auch auf der einen Seite und aber auch Gesundheit. Wie gut bin ich in der Regulation eigentlich, könnte man sagen, oder? Ja, richtig. Genau. Und das ist ein Parameter, den man schon relativ preisgünstig, nicht ganz so präzise, aber das kann man schon messen mit so einem Brustgurt oder der Ora-Ring macht das auch. Allerdings, naja, das ist meiner Meinung nach doch noch nicht so ganz, ganz präzise. Da kann man, was man mit so mit diesen Heimmethoden machen kann, ist auf jeden Fall eine Tendenz immer ablesen. Aber es gibt natürlich auch Geräte, wo man sehr, 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 sehr präzise messen kann. Die sind halt nur ein bisschen teurer. Und das ist faszinierend dann zu sehen, weil man kann ja dann sich wirklich vorher und nachher anschauen, ne, mit so einer Behandlung. Und genau darauf zielt ja auch dann die Kinesiologie beziehungsweise die eure Licht- oder Spiegelbehandlung, eben den Körper in die Regulation zu bringen. Und das kann man ja dann messen. Genau, man kann es im Prinzip das messen, was wir am Patienten dann auch erleben nach so einer Behandlung, der dann häufig in sehr entspannten Zustand ist, auch vom Gesicht her häufig anders aussieht, viel entspannter aussieht, viel jünger aussieht. Also man kann es im Prinzip genau danach messen. Wir haben aber auch nicht nur mit HRV, sondern auch in Bluttests sehen wir Veränderungen, Entzündungswerte gehen runter, Schilddrüsenwerte verändern sich, also ganz, ganz viele Parameter auch im Blut. Auch bei Gehirnmessungen hat sich's gezeigt, wie die Spiegel wirken. Also in ganz vielen verschiedenen Messmethoden konnten wir jetzt auch schon sehen, wie so ein Spiegel wirkt. Wir haben auch im Dunkelfeld Wasser untersucht, gespiegeltes und nicht gespiegeltes Wasser. Da hat der Walter Medinger, ein Wasserforscher aus Österreich, uns Wasser untersucht und hat festgestellt, dass nachdem er gespiegeltes Wasser von uns dann untersucht hat, hat er gesagt, das ist das beste Wasser, was er je dort in seinem Institut untersucht hat, weil es ganz viele Steuerfrequenzen nach Paul Schmidt enthalten hat, also 99% der Steuerfrequenzen nach Paul Schmidt, was es zu einer Art Heilwasser gemacht hat. Also das hat es bis dahin dort auch noch nicht gegeben. Ja, von den Steuerfrequenzen nach Paul Schmidt hat der Renzo mir gestern erzählt. Da geht es darum, dass der Paul Schmidt, so wie ich das verstanden habe, halt die ganzen Frequenzen herausgefunden hat, die Resonanzfrequenzen unserer Organe. Ja? Und die sind in einem guten Wasser enthalten. Ja? Und das gespiegelte Wasser bildet die dann alle wieder ab, sodass wir sozusagen, wenn wir dieses Wasser trinken, damit in Resonanz gehen können. Richtig, genau. Also das heißt, wir haben dann wirklich ein sehr, sehr gutes, hochwertiges Wasser. Dieses Wasser wurde nur wenige Minuten gespiegelt. Und wenn man das dann trinkt, hat man, also man kann mit den Spiegeln also nicht nur sich selbst oder die Patienten behandeln, sondern man kann auch sein Wasser behandeln, das man trinkt. Und auch im Dunkelfeld haben wir im Wasserstudio Bodensee das untersucht, wie ein ungespiegeltes Wasser aussieht und ein gespiegeltes Wasser. Und da hat das gespiegelte Wasser wenige Minuten oder gespiegeltes Wasser hat wie so eine Blume ausgesehen. Also wie eine Art Heilwasser ist daraus geworden, aus einem völlig unstrukturierten Wasser, wie es aus der Leitung kam, ist wie eine Blume hat sich geformt. Also es ist sehr beeindruckend gewesen zu sehen. Wow. Und wenn wir uns vorstellen, unser Körper besteht ja zu einem ganz großen Teil aus Wasser, ist natürlich dann auch so, dass wenn wir eine Spiegelbehandlung, Lichtkinesiologiebehandlung machen, unser Körperwasser sich so verändert. Ja, das leuchtet mir sofort ein. Wie gesagt, wir sind 70% Wasser im Volumen, als Baby noch mehr und 99,9 Wassermoleküle. Also das ist schon, das kann man sich also vorstellen. Habt ihr dann herausgefunden, einfach welcher Spiegel am besten funktioniert? Ist das dann Learning by Doing oder? Also wir haben natürlich versucht, dann einen Wasserspiegel zu finden. Welcher ist es, den man vielleicht verwenden kann, immer um sein Wasser zu spiegeln? Da waren wir auch wieder beim Walter Medinger, haben verschiedene Spiegel untersucht und haben herausgefunden, dass es tatsächlich die Kombination ist. Also wir haben damals alle Spiegel verwendet für diese 99% der Steuerfrequenzen nach Paul Schmidt. Aber es hat sich herausgestellt, dass der goldkonvexe Spiegel knapp 20 Frequenzen gemacht hat.
Also das heißt, der war der Spiegel, der eigentlich am meisten von allen als Einzelspiegel gemacht hat. Aber diese 99%, die haben wir dadurch erreicht, dass man alle Spiegel aufeinander geschraubt und verwendet hat. Also das heißt, es wurden mehrere Spiegel verwendet. Aber wenn man überlegt, 20 Steuerfrequenzen ist auch schon sehr, sehr viel. Wenn man guckt, für was, mit wie vielen Frequenzen Wasserfilter teilweise verkauft werden, also da ist 20 schon sehr viel. Okay, ich glaube, ich brauche unbedingt so einen Filter, also so einen Spiegel, beides. Das klingt sehr, sehr spannend. Kennst du den Rasmus Gaub Berghausen? Nein, kenne ich leider nicht. Den kennst du nicht? Der wohnt ja gar nicht weit weg von hier. Das ist, der hat, ich habe schon eine Episode mit ihm gemacht und eine weitere ist in Planung, sag ich jetzt mal. Mit dem habe ich vor ein paar Tagen einen ganzen Tag verbracht. Der Rasmus hat 10 Jahre das Labor von Masaru Emoto geleitet. Okay. So, ist nicht weit von dir entfernt und hat ein Labor, wo er diese Wasserkristalle machen kann. Ich glaube, ihr beide solltet euch mal vernetzen. Ja. Denn so kann man das Ganze dann in die Anschaulichkeit bringen. Mhm. Und dann könntest du ihm das Wasser schicken und er macht die Kristalle und so weiter. Ne? Mhm. Also den Kontakt, den muss ich herstellen oder den möchte den würde ich dir anbieten, herzustellen. Das wäre auf jeden Fall super spannend. Jetzt habt ihr mich gestern auf eine Acrylplatte gelegt, ja. Beziehungsweise zwei. Da würde ich jetzt gerne wissen, was es damit auf sich hat. Ich möchte aber vorweg schieben sozusagen, dass ich mich auf diese Platte gelegt habe. Und dann habt ihr gesagt, naja, legt sich erstmal hier eine Viertelstunde drauf. Der Renzo hat die Möglichkeit, an Informationen zu kommen, die jetzt nicht immer nur so aus dem kognitiven Bereich kommen, sag ich jetzt mal. Und dann hat er gesagt, aha, 14 Minuten musst du da liegen. Und ja, was ich schon verstanden hatte, ist, dass wenn ich da eine bestimmte Zeit liege, dass dann bestimmt viele Sachen gar nicht mehr, also viel Stress abgebaut wird schon in meinem System, viele Sachen schon in Heilung gehen, sodass ihr dann euch sozusagen die Arbeit erleichtert und ich so ein bisschen gereinigt dann schon mal in die Session mit reingehen kann. Ich habe tatsächlich auf dieser Acrylplatte sehr starke Entspannung gespürt. Nach circa 2 oder 3 Minuten war es wirklich wie so ein schlagartiges Entspannen plötzlich, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt ist wirklich was passiert. Ne? Das war ganz deutlich. Und so gegen im zweiten Teil meiner Zeit auf dieser Platte fühlte ich dann auch wirklich so ein Kribbeln, so ein Energetisieren, was auch jetzt nicht so subtil war. Ne? Also ich merke oftmals von Nahrungsergänzungsmitteln oder so, merke ich erstmal gar nichts, oder? Und das war schon deutlich spürbar und auch innerhalb der Session, die dann irgendwann angefangen hat, habe ich dann auch zweimal so wie so richtige Zuckungen bekommen. Ja, also ich kann schon sagen, dass ich das Gefühl habe, da passiert einiges. Ja, was hat es jetzt mit dieser Plastikscheibe da auf sich? Also das ist ein ganz spezielles, sehr hochlichtdurchlässiges Acrylglas. Auch da hat der Renzo lange danach gesucht, um dieses zu finden. Und das bedeutet, es ist besonders kommunikationsfreudig. Also das heißt, wenn man sich da jetzt zum Beispiel drauf legt, wir haben das in klein, da arbeiten wir auf eine bestimmte Art und Weise mit und wir haben das eben auch als Ganzkörperverstärkerplatte, wie wir es so nennen. Und wenn man sich darauf legt und die Hände zum Beispiel auf die Platte legt, kann man teilweise beobachten, dass die Platte beschlägt. Also das heißt, irgendetwas arbeitet an den Meridianen. Also es ist wie Heilplatte ist vielleicht ein bisschen, also nicht so ganz das richtige Wort, aber es ist eine Platte, wo sich ganz viel im Lichtfeld auch schon reguliert. Und allein durch das Draufliegen passiert schon eine Entspannung, eine Regulation. Und was wir jetzt bei dir zum Beispiel gestern gemacht haben, wir haben dann noch die Spiegel aufgebaut am Kopf und am Fuß, sodass nochmal ein stärkeres Feld entsteht. Und so bekommst du, wenn du dann da liegst, die ganzen Frequenzen von den ganzen Spiegeln auf alle Zellen im Körper. Also es ist wie so eine Energiedusche oder Lichtdusche, kann man so sagen. Und dadurch können sich ganz viele Störfaktoren schon bei dir abbauen. Und wenn man dich dann danach behandelt, kommt man dann nochmal leichter durch die Behandlung durch, als wenn man das zum Beispiel vorher nicht gemacht hätte. Ich mache es jetzt bei den Patienten in der Regel nach der Behandlung. Bei dir haben wir es deswegen vor der Behandlung gemacht, weil du in einen Heilzustand gegangen bist, aus dem du nicht mehr rausgekommen bist und wir gesagt haben, okay, dann leg dich erstmal dahin, bleib mal eine Viertelstunde da liegen und dann gucken wir, was ist dann noch dann da. Hm?
Ja, das ist schon mal auf jeden Fall eine gute Neuigkeit, dass ich da direkt in den Heilzustand gegangen bin. Wie gesagt, ich war vor ein paar Tagen beim Rasmus und da haben wir auf jeden Fall gesehen, dass ich sehr sympathisch unterwegs bin. Also eigentlich eher weniger im Heilzustand bin. Und der Rasmus meinte, du brauchst dringend mal Urlaub. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Den hast du dann auf der Platte gehabt dann? Den habe ich dann auf der Platte gehabt, Kurzurlaub sozusagen. Aber die Quantität ist ja manchmal auch gar nicht so entscheidend. Was mir jetzt nicht bewusst war, dass ihr da auch Spiegel aufgebaut habt. Jetzt bin ich fast so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich brauche jetzt einfach nur so eine Scheibe und dann mache ich, da schlafe ich jetzt immer da drauf und Da passiert auch schon ganz viel. Also alleine, wenn du nur auf der Platte liegst. Wir haben damit Erfahrungen gemacht in London beim Dr. Shabir Pandor, der da eine Charité hat für autistische Kinder. Und diese Kinder haben wir auf den Platten spielen lassen. Da haben wir mit denen gespielt auf den Platten. Und da haben sich ganz, ganz viele Sachen bei denen verändert. Das haben die Eltern uns dann rückgemeldet, dass sich die Kinder zum Positiven entwickelt haben. Einfach nur durch Spielen auf dieser Platte. Also das heißt, da passiert ganz viel einfach durch diese Arbeit an den Meridianen, wenn man auf der Platte ist. Okay, aber die Platten haben jetzt mit Polarisation eigentlich erstmal nichts zu tun, oder? Das ist ein ganz lichtdurchlässiges Material, aus dem diese Platten sind. Und das bewirkt etwas im Körper oder in deinem eigenen System sozusagen. Mhm. Jetzt habt ihr gestern, lass mal überlegen, wie ich das beschreibe. Ihr habt immer die Spiegel genommen und seid dann teilweise ganz nah an mir dran gewesen. Und dann habt ihr euch aber auch so stückweise von mir wegbewegt mit dem Spiegel bis relativ weit weg, weiß nicht, anderthalb Meter oder sowas. Und dann teilweise so kreisende Bewegungen dabei gemacht. Das so zum einen. Und dann gibt es diese Platten auch in klein, so als Verstärkermodule, so bisher mein bisheriges Verständnis. Und dann kann man verschiedene aufeinander legen und dann kommt man sozusagen damit in andere Bereiche rein, also andere Entfernungen sozusagen, kann die Skala quasi halbieren, vierteln, achteln, um dann überhaupt wieder mit dem Arm sozusagen überhaupt dahin zu kommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Warum sucht ihr in meinem Lichtkörper, sag ich jetzt mal, nach bestimmten, also kann ich mir das vorstellen, dass in meinem Lichtkörper an einer ganz bestimmten Stelle, dass das eine bestimmte Ebene ist, wo dann der Stressfaktor liegt? Oder kannst du das mal so ein bisschen erläutern? Also so, wir arbeiten mit den kleinen Platten auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Wir stapeln die zum einen, also wir legen Platten an den Kopf, wir legen aber dann auch, wenn es testet, Platten an den Fuß. Wenn ich Platten an den Kopf lege, ist das Eingangssignal. Also das heißt, auf welcher Ebene bin ich jetzt? Physische Ebene, bin ich jetzt mentale Ebene, wo bin ich eigentlich, wenn ich arbeite? Und mit den Platten, die wir dann am Fuß stapeln, gehen wir weiter in dein energetisches Feld. Und je weiter wir in dein energetisches Feld gehen, bedeutet das eigentlich, wir gehen wie in die Vergangenheit, weil dieses Lichtteilchen, was wir dann dort finden können, ist ja von dir irgendwann abgegangen. Und je weiter ich im energetischen Feld arbeite, desto weiter bin ich eigentlich auch in der Vergangenheit und suche, wo ist der Konfliktpunkt eigentlich, wo ist eigentlich der Ursprungspunkt, wo dieses Problem oder dieser Konflikt angefangen hat, der bei dir jetzt im Moment Stress macht. Und so können wir in Ebenen arbeiten, wo man jetzt normal gar nicht hinkommen würde, weil mein Arm hat eine bestimmte Länge und weiter geht nicht. Und mit den Platten kann ich die Signale eben so, also wie du schon sagtest, von 50 cm auf 25 cm beispielsweise runterholen, sodass ich ganz weit in deinem Feld arbeiten kann. Und danach den Konflikten suchen, also nach dem Ursprung des Konflikts suchen und ihn dort auch lösen kann. Und mit den kreisenden Bewegungen von dem Spiegel ist es so, man bewegt sich langsam in kreisenden Bewegungen vom Körper weg. Es ist wie ein Vortex eigentlich, der dadurch entsteht. Also wir kreisen immer rechts rum und geben Energie rein sozusagen und testen dann, teilweise wird der Spiegel schwer, teilweise wird der Spiegel kalt, wenn man sich da bewegt. Also das heißt, man bewegt sich einfach so weit weg, wie der Arm reicht, kehrt wieder an die ursprüngliche Störzone zurück, testet nach, ist das Problem jetzt gelöst oder muss ich weiter in ein Feld gehen? Und dann teste ich eben aus, brauche ich mehr Platten am Fuß, um weiter in deinem Feld diesen Ursprungskonfliktpunkt zu finden. Und wenn ich den gefunden habe, habe ich das Problem auch gelöst bei dir. Ja, okay, das ist schwer greifbar. Na, ich glaube, das ist jetzt bei vielen Hörern auch so, oh mein Gott, wovon redet diese Frau da? Wie soll das gehen im Feld, in der Vergangenheit und du mit dem Arm und so weiter? Das ist nicht so ganz einfach zu verstehen.
was ich auch jetzt spannend finde, du hast gesagt, ja, wir können ja die Konflikte dann gleich lösen. Also ich meine, in der Psychotherapie, in der Psychoanalytik zum Beispiel, da liegt man jetzt dann 7 Jahre auf der Liege, um irgendwelche Konflikte zu lösen, und du machst mal einfach irgendwie, wackelst so ein bisschen mit der Hand und sagst so, jetzt ist der Konflikt gelöst, testest das kurz nach, ja. Und also das ist ja, wie soll ich sagen, Psychotherapie und auch physische Therapie auf Steroiden. Also das ist ja, wenn es alles so funktioniert, ich spreche es jetzt mal so aus, wäre das ja ein Quantensprung. Es ist so, dass wir tatsächlich deutlich schneller sind, auch also in der Behandlung und in der Lösung von solchen Problemen, richtig, ja. Es ist wie ein Quantensprung, kann man sagen, ja. Ja, okay. Also ja, das ist das Faszinierende, und das ist nochmal sozusagen, geht nochmal über die Klinghardt-Methode so nochmal hinaus. Ne? Ihr habt gestern mehrfach erwähnt, so dass diesen Stresszustand und diesen Stresszustand, das wäre jetzt eine gesamte PK gewesen, also eine psychokinesiologische Behandlung von, weiß ich nicht, einer Stunde oder anderthalb Stunden, ne? Was ihr dann mal eben so in ein paar Minuten oder Sekunden dann eigentlich löst. Also es ist tatsächlich, und das ist ja auch das Schöne, dass wir sehr viel in einer Sitzung eben erreichen können und behandeln können. Auch zum Beispiel haben wir häufig ganz viele Heilzustände, in die der Patient während der Behandlung geht. Also da passiert schon wirklich, wirklich viel. Ja, was sind denn diese Heilzustände? Wir hatten das eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Bei Klinghardt heißt das Yin-Zustand. Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern? Also das bedeutet, der Körper ist im Prinzip am Verarbeiten. Wenn ich jetzt irgendein Problem finde und mit dem Spiegel das behandle, dann fängt der Körper an zu regulieren, oder auch das Emotionale fängt an zu arbeiten. Und dann ist es so, dass der Patient dann teilweise einen Moment braucht, um zu regulieren und sich wieder zu resetten, ne? Und dann in eine Art nicht testbaren Zustand geht. Also das ist wie ein Yin. Das heißt, der Patient braucht einfach einen Moment, um zu verarbeiten. Und was wir eben machen, wir lassen ihn diese Zeit, wir holen, klopfen oder versuchen ihn nicht da rauszuholen, sondern wir geben ihm die Zeit und lassen ihn in diesen Zustand so lange, wie er braucht. Das kann manchmal ein paar Sekunden dauern, manchmal ein paar Minuten. Wenn der Patient gar nicht mehr aus diesem Heilzustand rauskommt, holen wir ihn immer noch nicht raus, sondern dann machen wir das, was wir gestern mit dir gemacht haben. Wir bauen dann diesen Spiegelturm auf, lassen dich dann da eine Viertelstunde, halbe Stunde liegen, bis du dann selber wieder aus diesem Heilzustand rausgekommen bist und testbar ist. Weil ein Heilzustand ist etwas total Positives für den Körper. Er ist am Verarbeiten. Und davon haben wir viele während einer Behandlung in der Regel. Okay, genau. Also ich glaube, das ist eine Methode, die muss man einfach mal ausprobiert haben. Ja. Sonst hat man da keine Chance. Also wir sprechen jetzt drüber. Und wenn jemand mit ganz offenem Geist und auch Herzen dran geht, dann hat er vielleicht jetzt einen Eindruck bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute zumachen und sagen, das ist alles Hokuspokus. Ja. Ich möchte den Hörer dann doch einladen, sozusagen sich zu öffnen, natürlich immer. und der ganzen Geschichte mal eine Chance zu geben. Und ich glaube, man kann eigentlich, kommt nur durch die eigene Erfahrung. Richtig, es ist einfach etwas, was man eigentlich erleben muss. Man kann es beschreiben, aber wenn man es dann mal erlebt hat, so wie du gestern, dass es dann an den Fingern anfängt zu kribbeln, wenn man so auf einer Platte liegt, wo man denkt, das ist irgendeine Plastikplatte, aber man merkt, da ist doch dann viel mehr dahinter. Oder wenn man zum Beispiel da liegt und wie du gezuckt hast, oder es kalt oder heiß oder alles Mögliche passiert im Körper. Also das ist eigentlich, die Erfahrung ist das Wichtige. Genau. Und dann wäre es vielleicht auch noch interessant, halt wie gesagt, über HRV, über vielleicht die Kristalle vom Rasmus, vom Emoto, solche Sachen auch noch weiter zu belegen und einfach zu zeigen, was da wirklich passiert, auch auf physischer Ebene. Du hast ja eben auch von Labordiagnostik gesprochen, von Dunkelfeldmikroskopie. Richtig, also es ist auch in den Blutwerten zum Beispiel auch, dass die Zuckerspiegel sich verändert haben und alles Mögliche. Also es ist wirklich eindeutig sichtbar gewesen. Das hat ein Arzt eben festgestellt, schon während der Behandlung, wie der Zuckerwert runtergegangen ist. Also er konnte das genau beobachten und messen. Okay. Vielleicht so zum Abschluss, vielleicht kannst du mir so ein bisschen erzählen, wie sehen denn eure Erfolge aus? Was ist denn so der Praxisalltag? Jemand kommt mit was für einer Symptomatik, und was habt ihr so für Erfolge in der Regel?
Also die Symptomatiken sind von bis, also ganz breites Spektrum von Hautkrankheiten über psychische Probleme, über also Schmerzzustände, Knoten in der Brust und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz großes Spektrum. Also sehr beeindruckend für mich zum Beispiel war, eine Frau kam mit ganz vielen Knoten in der Brust und ich habe sie gespiegelt. Und über Nacht, ist bis auf einen Knoten, hat sie mir berichtet, sind die über Nacht alle verschwunden. Also das war für mich dann schon sehr beeindruckend, was da eigentlich passiert ist. Und sie hatte noch gar nicht angefangen, irgendetwas einzunehmen oder irgendetwas. Und es war rein durch die Spiegel- bzw. Lichtkinesiologie-Behandlung. Ein anderer Patient war auch sehr beeindruckend für mich. Dem wurde eigentlich gesagt, er hat nur noch ein paar Wochen zu leben. Er braucht Bluttransfusionen. Aber seine Werte sind alle so schlecht, also es sieht sehr, sehr schlecht aus für ihn. Und er kam dann und hatte dann nach der ersten Behandlung noch einmal eine Bluttransfusion. Und seine HB-Werte waren sehr, sehr schlecht. Und dann vier Wochen später kam er wieder und hat gesagt, er hat keine weitere Bluttransfusion bekommen. Die HB-Werte sind fast im Normalbereich. Und die Ärzte waren eigentlich sprachlos, wussten nicht, was passiert ist. Dann habe ich ihn 4 Wochen später nochmal gesehen und dann hieß es, er braucht gar keine Bluttransfusion mehr. Also das war also wirklich, also ich war selber sprachlos eigentlich, was da passiert ist. Und auch zum Beispiel ein Kind kam mit ganz schwerer, entzündete Haut und auch es ging schon monatelang und beim Hautarzt und keiner konnte irgendwie helfen mit Cortison und alles hatten sie durch. Und dann habe ich das Kind gespiegelt und ein homöopathisches Mittel auch noch gegeben und zusätzlich Boswellia, das ist Weihrauchpräparat. Und nach einer Woche hat mir die Mutter berichtet, die Haut ist wieder ganz normal. Also das waren schon sehr eindrückliche Erlebnisse für mich nochmal. Mhm. Auch andere Therapeuten, jemand aus der Schweiz, der hat ein leukämiekrankes Kind behandelt und hat dann einfach alle Spiegel zusammengeschraubt und das ganze Kind behandelt mit den Spiegeln. Und die Werte haben sich alle verbessert. Ja, interessant. Ich hatte so eine Frage auf der Zunge, die jetzt so vielleicht, naja, so ein bisschen zur Beantwortung gekommen ist, aber ich stelle sie dir trotzdem. Bei den ersten beiden Fällen, die du geschildert hast, wollte ich dich fragen, ob du den Eindruck hast, dass das Menschen sind, die zu dir kommen, die diese großen Erfolge dann haben, die bereits sehr stark an das glauben, was du machst. Also es geht mir darum, deine Einschätzung zu bekommen, was muss ich daran glauben und ist das dann ein Wirkverstärker oder ja, wir haben uns gestern so ein bisschen auch über Bodo Gröning unterhalten und überhaupt die Kraft des Glaubens. Wir sagen ja auch im Deutschen, der Glaube versetzt Berge und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass der Glaube ein ganz starkes Instrumentarium für verschiedene Dinge auch sein kann. Würdest du sagen, die Leute, die großen Erfolge haben, sind Leute, die bereits an das Ganze glauben und ist ein Skeptiker eigentlich eher einer, der dann vielleicht keine Heilfolge sieht? Also es ist ganz unterschiedlich. Ich muss sagen, der Patient mit den Bluttransfusionen, ich weiß gar nicht mehr, wie er mich eigentlich gefunden hat und hat auch gar nicht gefragt, was ich da mache und hat mich erst bei der zweiten Behandlung, nachdem dieser Erfolg da war, gefragt, was ist es eigentlich, was Sie da machen? Mhm. Also der wusste überhaupt nicht, auf was er sich da einlässt, sondern also da war nichts mit, ich glaube da jetzt dran oder sowas, sondern der war eigentlich eher so skeptisch und hat halt so geguckt, was ich da so mache. Und auch zum Beispiel bei dem Kind mit diesen Hautproblemen, da war auch der Vater sehr, sehr skeptisch und hat also sehr skeptisch das Ganze beobachtet. Okay, das Kind war, nachdem ich den ersten Spiegel rausgezogen hatte, vorher weinend T-Shirt ausgezogen, hat angefangen zu lächeln. Also das heißt, wir gucken natürlich, wenn jetzt Patienten kommen, immer auch nach Sabotageprogrammen, haben die unterschwellige Glaubenssätze, also das, was möglich ist, eigentlich verhindern, das behandeln wir auf jeden Fall immer bei unseren Behandlungen. Aber manche sind auch sehr skeptisch und da passiert ganz viel. Also man kann es, also von
von bis wieder, alles möglich. Ja, okay, also es ist nicht unbedingt vom Glauben abhängig. Und bei den Kindern, da kann ich mir vorstellen, dass das natürlich irgendwo irgendwie auch sexy ist. Also ihr kommt mit den Spiegeln raus, also normalerweise geht man zum Arzt und dann steckt er einem irgendwie so ein Stück Holz in den Mund so und kommt mit dem kalten Stethoskop und tastet einen ab und so. Ich glaube, viele Kinder haben erstmal Angst, wenn sie zum Arzt gehen, zum Kinderarzt und so weiter. Und wenn ihr dann nur mit den Spiegeln da rummacht, das ist ja erstmal lustig und das ist irgendwie sympathisch, oder? Ja, die haben also da ganz viel Spaß meistens. Also dann kitzelt es hier und dann wird es warm und so weiter. Also die Kinder, die reagieren ganz toll darauf. Wir haben dann einfach immer ein bisschen Spielzeug, dann spielen die auf diesen Platten und währenddessen behandle ich sie dann. Ne? Und also da ist, die gehen da immer gerne auf die Platten und machen das auch gerne mit. Ich habe noch kein Kind gehabt, das da nicht mitgemacht hätte oder sich nicht draufgesetzt hätte und sich behandeln hat lassen. Ja, okay, also wunderbare Geschichte auch für Kinder und auch für Ungläubige. Wie gesagt, man muss sich öffnen und man kann es einfach mal ausprobieren. Richtig. Und hat eventuell die Möglichkeit, ganz, ganz viel in relativ kurzer Zeit auch für sich aufzulösen. Genau. Und den eigenen Körper dahin zu bringen, wirklich in diese Heilzustände dann reinzugehen. Wunderbar, Nicole. Wo kann man euch denn, also dich, ich sage jetzt immer dich und euch, also du arbeitest ja hier mit dem Renzo Celani zusammen. Wo kann man euch denn erreichen? Wir haben hier unsere gemeinsame Praxis in Immenstadt im Allgäu und wir sind per Telefon erreichbar, per E-Mail. Ich habe eine Webseite, Renzo hat eine Webseite. Mhm. Also wenn man uns sucht im Internet, findet man uns. Genau, das werde ich natürlich, eure Webseiten werde ich natürlich verlinken. Okay, also im Allgäu, gewissermaßen. In der Nähe von Kempten. In der Nähe von Kempten, ungefähr eine Stunde von Konstanz entfernt, vom Bodensee. Also für Südeuropäer quasi irgendwo zentral, für alle anderen doch ein bisschen weit weg. Aber die Reise lohnt sich, ist auch sehr schön hier, wenn auch sehr kalt hier noch. Im Moment noch leider, ja. Ja, also viel kälter als in anderen Bereichen Deutschlands. Ich habe jetzt eine ganze Tour gemacht, bin da durch ganz Deutschland gefahren. Und es ist schon noch sportlich kalt, was mir aber gut gefällt, weil man kann hier auch in den See springen und das lohnt sich dann auch noch. Und im Sommer wird es wirklich schön warm, also. Okay. Liebe Nicole, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich hoffe, wir konnten das so ein bisschen beleuchten in dem Sinne. Und wie gesagt, man muss da in die Erfahrung gehen. Aber ich hoffe, wir haben es doch geschafft, das Ganze so ein bisschen zu skizzieren und so, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung das geht. Ne? Also, um noch einmal zusammenzufassen, wir senden Licht aus und sobald wir irgendwo in Krankheit sind, sobald wir gestresst sind, ist das nicht mehr so geordnet und wir können durch die Spiegelkinesiologie oder Lichtkinesiologie mit diesen Spiegeln halt und den Polfiltern das Licht strukturieren und dadurch also sozusagen kann der Körper sich selber heilen, indem jetzt dieses Licht wieder geordnet zurückgeworfen wird. Und ihr könnt das halt testen, ne, durch die Methode der Kinesiologie könnt ihr sehr schnell testen, wo drückt denn jetzt eigentlich der Schuh und das dann behandeln. Und das ist dann auch egal, ob das die physische Ebene ist, die elektrische Ebene, ob das eine psychische Ebene ist, ne, oder sogar noch darüber hinaus. Ja. Das ist also eine sehr, sehr schnelle Methode, die wirklich sehr, sehr umfassende Heilungsimpulse setzen kann. Ja, schön zusammengefasst. Okay, ich bedanke mich für das tolle Gespräch und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass du da warst. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in 7 Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe. Das Einzige, was du tun musst, ist unten in der Description auf den Link zu klicken, dich dort einzutragen und dann bekommst du von mir kostenfrei diesen Audiokurs nach Hause geliefert. Wenn du das Gefühl hast, dass ich heute deinen Tag ein bisschen schöner gemacht habe, dann möchte ich dich einladen, auch meinen Tag etwas zu verschönern und auf iTunes zu gehen und für mich dort eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension zu hinterlassen. Da würde ich mich riesig freuen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dann, dein Onkas. Ciao. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie
und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.